3, 2, 1, Momonototototatosch, herzlich willkommen zu Shadow Tactics Blade of the Shogun von mir, dem Hannes, auf Hubertus LP mit meinem sehr geschätzten Kollegen Hubertus. Ich mache mir hier gerade ein Bier auf, denn wir spielen nicht Smite. Richtig, er trinkt Grevensteiner, ich trinke Olds Naturtrüb, was geht so, schmeckt. Dekadent sind wir, das ja. Klingt also zumindest teuer, dein Bier. Es ist auch sehr teuer, es kostet 15 Euro pro Kiste oder mehr. So, dies ist ein, ich weiß nicht, ob euch das Spiel Commando etwas sagt. Es ist ein sehr altes Spiel. Es geht quasi darum, wir haben ein Squad von verschiedenen Leuten, sind auf einer Map und müssen diese quasi zugmäßig immer vorsetzen und dann ein Ziel erreichen. So war das, genau. Denn ich habe da auch schon mal so ein bisschen was von gehört, gesehen, aber ich habe es selber nie gespielt. Aber geil, auf so ein Zeug stehe ich. Mhm. Außerdem hieß das Ding noch Commandos, dachte ich. Genau, Commandos war es. Mit der Barrett und so, ne? Richtig. Das war mega. Das war nämlich, ich weiß nämlich nicht, wie lange dieses Spiel ist, aber ich wollte auf jeden Fall danach mal gucken, ob wir irgendwie an die alten Commandos-Teile oder so rankommen über GOG. Mein eigentlicher Plan, bevor ich das hier mit dir spielen wollte, war eigentlich Simpsons Hit and Run. Wollte ich spielen. Ah, auch cool. Auch witzig. Hat aber keiner. Also GOG hat es nicht drinne, weil das ist ja immer so die Sache für die Leute, die nicht wissen, was GOG ist. GOG ist eine Firma mittlerweile, die alte Spiele nehmen und die umprogrammieren, sodass sie auf neueren Systemen laufen. Auch die Grafik updaten und all sowas. So haben wir auch Indiana Jones spielen können, was ja leider nicht mehr funktioniert. Und ich weiß nicht, warum. Scheinbar gibt es 2 und 3 auf GOG von Commandos. Oh. Ich habe parallel mal geguckt. Perfekt. So, aber... Ja, und ja, sogar der HD-Remaster. Ja, perfekt. Nice. Dann werden wir das auf jeden Fall danach annehmen. Ich werde jetzt das neue Spiel starten. Anfänger. Feinde brauchen länger, um dich zu entdecken, sind weniger aggressiv. Deine Charakter verfügen über mehr Lebensenergie. Empfohlen für Spieler, die das Genre noch nicht kennen. Anmerkung, bei Schwierigkeitsstufen erhältst du keine Abzeichen. Okay, ich würde sagen, wir spielen, also für Hardcore bin ich zu schlecht, einfach klingt zu einfach, also machen wir normal. Ja, das ist ja immer so, dass ich sag mal Standard, womit man anfangen sollte. Richtig. Wenn wir feststellen, dass wir da viel zu noobig für sind, naja, dann hast du halt immer noch einen Rettungsanker. Du kannst den Schwierigkeitsgrad zu jeder Zeit im Missionsmenü ändern. So. Ja, Hammer. Guck mal. Reiner, wir machen die Stimmen auf Englisch. Alles andere Untertitel sollten auf Deutsch sein, für die Leute, die das Englische nicht mächtig sind. Die Kameraposition, die wir jetzt haben, könnte sein, dass ich die gleich noch ändern muss, weil ich weiß nicht mehr genau, wie das hat und so ist. Und dann gucken wir mal. Wir gehen auf jeden Fall rein. Let's go. Aus Osaka. Flugbahn aus der Deckung muss benutzt werden. Cool. Oh, das ist. Ich bin gerade sehr, sehr gespannt. Ich hab da Bock zu. Das könnte mega werden. Richtig. Ich hab das Spiel auch. Nur 15 Minuten oder so habe ich es im Stream gespielt. Ich habe es mir damals gekauft, habe es angemacht und gedacht, das ist ein geiles Let's Play-Projekt. Habe es dann direkt wieder ausgemacht und nicht weitergespielt. Deswegen, also. Richtig. Versteckte Körper in Gebüschen, Brünnen, Fässern und tiefem Wasser. Ja, okay. Da verstecke ich meine Leichnamen auch am liebsten. Natürlich. So, weiter. Es ist, glaube ich, ein Spiel, was komplett auf der Unity-Engine ist. Also, das ist ja diese. Dieses Entwicklungsding für ganz viele Handyspiele. Auch Mobile Games. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es das auch für Mobile gibt. Übrigens, sehr geiler Grafikstil. Cel-Shading-Look. Sehr, sehr witzig. Sehr, sehr cool. Ich mag das. Richtig. So, da sind wir auch schon. Ein bisschen Ehre. Hier. Okay, cool. Nur Ehre. Hayato! Kennst du den noch? Ja, klar. Gegrüßt. Mein Freund an dieser Stelle. Hm. Na klar. Und das ist das erste Video, was wir aufnehmen, nachdem wir die 700 Abonnenten geknackt haben. Dankeschön. Oh, wohl wahr. Hey, auch von meiner Seite. Herzlichen Dank. Ganz waches Nest. Oh, ich finde diesen kleinen Haufen an Leichen sehr sympathisch. Ist das der Zen-Raum? Passiert nicht viel. Trotzdem bleibe ich vorsichtig. Okay. Ich glaube, soweit ich weiß, brauche ich nur die Maus, um mich hin und her zu bewegen. Oh, er redet auch wie ein Erret von einer Japaner. Das muss er auch. Mit ganz viele. Wenn ich betrunkener werde. Okay, wir sind also in der Tutorial-Mission. Das finde ich gut. Richtig. So. Rennen, Doppelmaus. Okay. Alles klar. Wir gehen nach oben. Das heißt, ich muss einmal kurz minimieren. Das seht ihr aber nicht. Nur ich. Und ich habe gerade schon
meine Lieblingsdingens gefunden. Meine Lieblingsoption. Nämlich habe ich oben, was ich jetzt mit der Kamera verdecken werde, schnell speichern. Oh, geil. Ah, ist das gut. Sehr schön. Schön. So, okay, also, ich muss hier doch ein bisschen mit Tasten machen, okay. Q und E ist drehen. Okay. Das finde ich aber, oh Gott, oh Jesus. Okay, das geht There's aber. There's a lot of spinning. Richtig, okay, mit. Ich kann nicht weiter ja, weg. Ist einmal runter. Doch, ich kann weiter weg. Oh, und ich aber kann, ganz ordentlich. Das ist ganz nah ran. Hervorheben. Ach so kann ich Gegner hervorheben? Ah, wenn ich schnell speichern und schnell laden. Man sieht das doch. Also ich. Ja, ich sehe, also ich bin genau darüber. So, infiltriere das Schloss. Wir haben noch keine weiteren Teammitglieder. Benutzenmodus, stell Benutzenmodus aktivieren. Okay. Zwischen ducken und stehen. Okay, das ist mit Leertaste. Oh, das geht auch flüssig. Okay, ich kann auch mit Mausrad rein und so. Okay, letzter Spielstand. Er erinnert uns quasi, wann wir das letzte Mal gespeichert haben. Das will ich mal eben ausmachen. Spiel. Eye-Tracking? Ja, Eye-Tracking hat das auch. Ich weiß zwar nicht, wie er das machen will, weil ich keinen Eye-Tracker habe. Speicherungserinnerung. Ja. Machen wir mal alle 600 Sekunden? 10 Minuten ist gut. Okay, das ist, glaube ich, gut. So. Eye-Tracking. Achso. Ah, okay, wenn wir nur eine hättest. Wenn ich eine hätte. Ach, aber cool, nicht. dass sie sich die Mühe geben dafür. So, ja, okay. Ja. Also, gehen wir erstmal hin. Können wir ihn aufheben? Wir können ihn aufheben. Kann ich ihn da reinschmeißen? In dem Sinne. Getan. Ja, Beste. So, kann ich? Also, ich bin mir sehr sicher, dass hier keiner herkommen wird, ne? Aber falls, dann wäre ja ein Problem weniger und so. Richtig. So, dann können wir. Oh Gott, wie? Blade's ready. Oh! Nee. Blade nehmen wir nicht mit. Okay, wir gehen mit dem Haus. Noch nicht. Ha! So. Und so beginnt es. Ah, okay. I have to take a shortcut. Wir müssen also hier hoch. Ich liebe seine Stimme. Ja. So, dann hier runter. Move like water. Geil. Einfach nur geil. So, kann ich meine... Oh, das sind... Kann ich meine Kamera zentrieren? Oh Gott. Was ist das für eine Option? Was haben die da in der Hand? Sind das Stöcke oder sind das Gewehre? Gewehre, glaube ich, ne? I have to improvise. Okay. Wenn ich improvise, jetzt, adapt, overcome. Wenn ich jetzt hervorheben drücke. Okay, ich sehe. Leeres Bier, dumm. Volles Bier, gut. Wenn er wüsste. Richtig. So, ich muss jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen lauter machen. Die Musik machen wir mal ein bisschen leiser für die Stimmung. Soundeffekte machen wir auch ein bisschen leiser, aber die Stimmen sind mir etwas zu leise. Ja, gefühlt hast du recht. Machen wir das mal so. Okay. Also, move like water. Was haben wir denn hier? No straight path. Hop. Aha, drücke B, um Missionslog zu öffnen. Okay. Protokoll. Sämtlicher Gespräch. Oha. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt B drücke... Alarm, wenn Alarm geschlagen wird. Okay, könnten wir uns nochmal anhören, was... Oh, krass. Ach du Schande. Missionslog. Abzeichen. Okay, gut. So. Sehr, sehr ausführlich, das Spiel. Okay, zurück kommen wir so nicht mehr. Das ist richtig. No noise. Ja gut, der hat das halt gehört, ne? Ja. Ah, Alt-L Kamera drehen. Alt-Links. Ah, okay. So kann ich das also auch machen. Ja, nice. Ich hätte gerne noch, tatsächlich, sich irgendwie mit den Pfeiltasten oder so. Ah, kann ich. Mit den Pfeiltasten kann ich die, ohne mit der Maus das machen zu müssen. Okay, gut. Ein bisschen umschalten. Vielleicht also WASD laufen, vielleicht auch möglich. Also nicht, dass man es bräuchte, ne, aber... Nee, WASD, du hast unten ist ja der Skill A. Ach ja, deswegen. A ist okay. Aber, reine Mouth-Movements, alles richtig. Klar. Ja, brauchst du ja in dem Spiel auch nur, ne? Also alles andere ist ja irgendwie auch. Okay, du kannst Problem, mit die Vögel. Ich glaube so. Krass. Okay, so ist es einfacher zu drehen, du hast ein bisschen mehr Spielraum. Du kannst auch nur ein bisschen drehen, wenn du brauchst. So. Was haben wir denn hier? Kannst jetzt schnell speichern. Sehr gut.
Dann machen wir mach das. Mach doch mal, Hannes. Ja, machen wir. Wow, I'm fucking Spider-Man of Japan. Ah, guck mal, wenn ich jetzt hier so gehe. So sieht er, also theoretisch gesehen für Blöde sieht das hier jetzt aus wie eine Wand. Wenn ich dann aber auf W drücke und die Kamera zurücksetze, normal. Okay, das geht also immer wieder in diese, was ist das, isometrische ja. Kameraperspektive oder sowas um? Richtig. Er sagt schnell speichern, Hannes, vielleicht solltest du das tun. Tun wir. So, jetzt können wir hier. Hold on! Death from above. Everyone, oh, oh. Everyone, Gaza. Womit auch sonst? Richtig. Honor. I'm going in. So. So, jetzt wird's spannend. Jetzt nicht mal hier rein. Ich glaube, ab hier. Ah, okay. Hier. Cool. Dass man auch mal entdeckt wird. Ja, deswegen gehen wir hier rein. Oh. They starve to death. Hervorheben. Bad way to go. Ah, damit du hier den Ring siehst. Ah, du siehst, was du alles triggern kannst. Verstehe. Richtig. Oh, was mit dem Bruder? Wollen wir den einmal... So, er kann den Yato-Kunstschwert benutzen, um einen Feind schnell und leise zu töten. Drücke A. Okay. Nicht tödliches Vorgehen. Drücke Y, um niederzuschlagen. Werden wir das jemals brauchen? Weiß ich nicht. Time for swordwork. Schmeiß ihn weg. Weiß nicht, ob was klüger ist. Ganz weg oder zu den anderen Leichen. Zu den anderen Leichen werden die wahrscheinlich checken. Das wäre aber interessant zu wissen, wie schlau die KI ist. Move like water. Fällt hier irgendwas auf? Naja, einer unserer Waffenbrüder liegt im Leichenhaufen. Wo ist aber Jeff? Also fällt dir nichts auf. So, okay. Hier hoch. So. Es ist Zeit, schnell zu speichern. Ah, oh, love it. So, nur gut. Okay. I'm going in. Gut. Ah. Dann gehen wir. Ich würde fragen, wie sichtbar man hier auch ist, ne? Also ob da mal einer hochguckt oder nicht. So. Ich könnte hier. Oh, viele, viele. Kann ich? Ich könnte hier direkt runter. Also eben raus. Steht da nicht jemand? Nee, ich sehe hier niemanden. Aber da, was? Nee, stimmt. Da, und, also da ist jemand. Ja, aber das checkt ja nicht, glaube ich. Hab ich auch nicht. Quiet. Quiet. So. Also, gegnerisches Sichtfeld. Alle Gegner haben ein Sichtfeld dargestellt durch einen grünen Sichtkegel. Ah. Wähle einen Gegner aus und benutze rechte Maustaste. Maus nee, rechte Maustaste. Achso. Ist ja auch klüger als Maus und R. Okay, sobald der Gegner dich sehen und schlägt Alarm. Ah, okay. Das ist cool. Ah, ich kann sogar hier so markieren. Das heißt, man könnte theoretisch auch bei mehreren? Weiß ich nicht. Okay. Na gut, wir warten, bis er sich umdreht und... Richtig, da darf ich nicht rein. Ja, rein schon, aber halt nicht so lange er guckt, würde ich sagen. Ne? Also, achso, nee, deswegen kannst du nicht rein. Just passing through. Das sah gerade ein bisschen eng aus, ja. So, was haben wir noch? Sichtfeld kann zwei Bereiche, hell und dunkel. Ah. Drücke Leertaste, um dich zu ducken und schleichst ungesehen. Ah, okay. Objekte wie Büsche, Felsen schaffen dich durch dunkle Bereiche. Okay. Dich ducken verbirgt dich auch, wenn du auf ein... Position befindest. Ah. Das hatte ich nämlich gerade schon gedacht, als du auf dem Haus warst, ne? Dass man da ja eigentlich gesehen werden muss. Aber wenn das so ist, dann kann man sich da ducken und alles ist cool. No noise. Gates blocked. Walls too high. Guess I'll have to take a detour. Detour. Geht immer nur von einem, okay. Mhm. So. Bist du geduckt? Dann geh doch hin. Ich kann Steine werfen, um Gegner abzulenken. Okay. Das ist, glaube ich, sehr wichtig zu wissen. Mhm. Drücke D, genau, den habe ich unten schon freigeschaltet. Du kannst Feinde zwar nicht mit Steinen anlocken, aber
Manchmal ist eine kleine Ablenkung schon alles, was man braucht. So, wo will ich denn hin? Ich will da... Da nach unten. Ich will hier unten hin. Also, ja. Aha. Allerbest. Alter. Quiet. Okay. Ich glaube, das hat ja nichts mit uns zu tun. Nee. Aber was ist denn da passiert, um Gottes Willen? Weiß ich nicht. This one shut too. I'm running out of options here. Damn, the offense has started. I have to get inside somehow. Ah, das waren deine Dudes. Okay. Ah. You have nowhere to run. Show yourself. Samurai always get themselves killed. Hate to admit it. Ich glaube, bis hierher habe ich gespielt. Better help him. Okay. Ungefähr. Better help him. Okay. Useless Samurai. Aber die sind dafür recht chillig, ne? Dass da hinter denen so Dings abgeht. Shuriken, ein Gegner aus mittlerer Reichweite töten. Aha. Drücke S, okay. Ah, okay. Okay, wichtig. They're far enough apart. If I use the shuriken, no one will hear until it's too late. Time for action. Just using shuriken. Down. Geil. Voll wie alleine der Kerl. Richtig. Hier, euren Reis. Etwas. Mama, Mama, der Reis schmeckt so komisch. Dein Maul ist weiter. Das ist aber eine gute Distanz, aus der man das machen kann. Das stimmt. Got it. Now help the Samurai. Wie so ein scheiß Papierflieger. Ja, moin. Ich befinde mich in einem Gefecht. Ich höre hinter mir ein Geräusch. Mit einer verschlossenen Tür. Mind if you let me inside first? I like being thanked in person. Very well. I will repay my debt at once by opening the gate for you. Ah! Ach so, cool. Der hat auch passive Fähigkeiten. Ja. Leitern besteigen. Leitern besteigen? Kann zwei Personen stehend schnell tragen. Kann nicht ins Wasser gehen. Was haben wir denn? Kann Leitern und Kletterhaken benutzen. Kann eine Person stehend langsam tragen. Kann ins Wasser gehen. Okay. So, was ist das denn? Benutze beide Schwerter, um alle Gegner in einem Nahkampfangriff niederzustrecken. Benutze sein Katana-Schwert, um einen Nahkampfangriff auszuführen. Durchschlägt Samurai-Rüstung. Platziere eine Flasche Sake, um einen Gegner anzulocken. Wenn der Flasche ausfällt, musst du sie wieder abnehmen. Aha. Heilt 3 Punkte Schaden. Okay. Gut, wahrscheinlich der Tank. Er hat 2, 4, 6, 8 HP. Wir haben nur 4. So. Also definitiv, ja. My men are dead. I will join them soon if I do not proceed carefully. So, Sakeflasche. Sakeflasche. Okay. Wenn ein Gegner die Flasche einsammelt, musst du ihn ausschalten, um sie wieder zu bekommen. Katz! Tot. Perhaps my sake will be adequate bait. My sake would be adequate bait. Always. Kannst du ihn werfen oder musst du ihn legen? Erstmal eben drehen. So, ich glaube. Da. Haha. Wie kommt denn der Sake dahin? Ist mir egal. Schnaps. Hast du Arschen ausgewählt? For honor. For honor. Weißt du, hinterrücks getötet. For honor. Wie er ihn einfach nimmt! Reissack. So, was haben wir hier? Geil, wo kann sein Schwertwind. Alle Gegner in Reichweite zu töten. Drücke S. Sehr effektiv, hat aber eine lange Abklingzeit. Setzen Sie mit Bedacht ein. Ah, okay. Kazekiri. Oh, mein Renner ist finish. That cannon.
Perhaps I can make use of it. Hasekiri. Bitte kanonisiere sie alle weg. Ich mach das erst, wenn du wieder gucken kannst. Ich speichere schon mal eben. So. Bin ich jetzt eigentlich da? We're wasting time. Okay, so. Das heißt, auf da jetzt wieder zu ihm. So. Oh, unser Missionsbuch, müssen wir was sagen. Das Tor erreichen, öffne das Tor. Okay. Ah, flipp das sogar zu dem. So. Er kann dann da hoch und dann da und dann wahrscheinlich oben. Ah, du kannst aber auch nicht die ganze Map übergucken, also ich kann jetzt nicht weiter nach oben, okay. Das ist sicherlich auch so ein bisschen, dass es halt schwieriger wird, ne? Dass du nicht komplett gleich alles sehen kannst. Checkst. Also ich kann anscheinend dahin, wo ich lang gelaufen bin. Also ich kann zurück. Aber ich kann nicht quasi vorwärts anscheinend. So. Gut. Sind Sie bereit? So, das ist das. That doesn't concern me. Und ich bin wieder bei dir. So. Kazekiri! Hasaki! Geil, was ein Timing ich hatte. Megats, one death on my way. This is our moment. Let us make haste. Hätte ich auch dadurch gehen können? For glory. Ja, er hat irgendwas von Kanone gesagt. Nee. Ah, wahrscheinlich kann ich da gleich rein. So, okay. Und jetzt könnt ihr euch von Face to Face Hallo und Danke sagen. Richtig. My thanks again for your assistance. I am Oshiro Mugen. And you are Hayato from the Iga region. Iga? I see. There were rumors that our Shogun had hired a shinobi. Tell me, what is your mission? Tod verderben. Ach, du Schande. I have to open the Yagoda Mon. The main gate. Preposterous. It is heavily fortified. Not from the inside. One barrel of gunpowder will do the trick. Just have to get it in position. Wie die beiden da schießen und die anderen beiden einfach vollkommen gechillt. Ja. Ja, man kann drüber reden. Very well. So. Wenn du sicher sein willst, dass ein Bereich nicht beobachtet wird, benutze die Sichtkegelmarkierung. Will er eine Sichtkegelmarkierung setzen? Gegner, die die Sichtkegelmarkierung sehen können, sind vorgehoben. Sobald die Blickkontakt verliert, verschwindet die Hervorhebung. I shall accompany you. That's kind of you. But I work alone. I will not hear of it. Together we will succeed where we both fail. Finde Sprengstoff. I didn't. But as you wish. We have to be quiet, or we won't get far. All right, Hayato of Iga. We shall do this your way. Ah, okay. Und wenn du jetzt genau da irgendwie hin... Genau, dann siehst du, wer den sieht, sozusagen. Mhm. So. Ja, okay, ist sicherlich auch nützlich. Richtig. Also, wir gehen erstmal hier hin. Oder ihn lassen wir... Nee, ihn lassen wir erstmal hier im Haus. Cool wäre halt, wenn er da jetzt entdeckt werden würde, quasi, dass er halt selber attackiert. Das wäre mega. Ja. Aber es ist smart, ihn da drin zu lassen, glaube ich. So. Got to be fast. He's out in the open. Hide them in bushes, barrels, empty houses. Who would have thought that one day I'd take lessons from a shinobi? Ah, ich muss ihm das Tor hier aufmachen. Oh oh. Ist ihn gekillt? Kenjutsu. Kriegst du. Don't get shot now. So. Ja, okay, cool. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen Beinchen sieht man noch, aber. Der verschwindet. So, aber für die erste Folge machen wir hier einen Cut. Oh, haut rein. Soweit.
bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Ciao.